Jahreshoroskop 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als im westlichen Horoskop. Liebe Melia, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild siehst du dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. So war die Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist. Dieses Bild, ein Geburtshoroskop, ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, ist für dich persönlich ein sehr wichtiger Lebensbereich. Das sind die Geschwister, Verwandten, Medien, aber auch wie setzt du dich durch. Dann ist wichtig die Liebe, Partnerschaft, dann auch das Loslassen, Reisen, Ausland, Studium, Spiritualität, die Berufung, deine Wünsche zu leben. Hier hast Lernaufgabe bei Freundschaften, wirst du auch nicht allzu viel Freunde haben, dafür aber aufrichtig und hier die Geheimnisse des Lebens. Was aber verändert, das bist du und du machst deine Lebensschritte, beginnend mit Tierkreiszeichen Stier, dein Geburtsmoment, in 7 Jahren Perioden. Alle 7 Jahren erlebst du das andere. Du bewegst dich in einen anderen Boden, dann sind andere Themen für dich wichtig. Jetzt hat die Löwe-Periode begonnen und das bedeutet dein Selbstleben, das in Ausdruck bringen, glänzen, in die Mitte zum Stehen, ein bisschen Luxus, Glanz, die Selbstdarstellung, das ist in den kommenden Jahren das wichtigste Thema in deinem Leben. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen und löst etwas aus im Horoskop. Ich beginne mit dem letzten Planet unserem Sonnensystem und das ist Pluto. Pluto ist die innere Kraft und belehrt uns, alles loslassen, trennen, verabschieden, was diese Kraft raubt. Und diesen Prozess erlebst du gerade im Tierkreiszeichen Schütze, weil Pluto befindet sich im Schütze. Und Pluto herrscht hier in diesem Lebensbereich, weil das ist der Lebensbereich der Transformation. Pluto nennt man auch als Tod, hat aber mit Todesfällen nichts zu tun, sondern alles muss absterben in dein Leben, was dich stört. Kontakte oder Gewohnheiten oder Gefühle, all das geht jetzt zum Ende. Das zeigt dir Pluto hier, wie wichtig das ist. In diesem Lebensbereich und auch mit dieser Pluto-Energie handelt es sich auch um Intimität. Das kann auch eine wichtige Lebenserfahrung sein. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann und aktiviert hier deine Berufung, dass du deine Träume lebst, dass du deine Kreativität lebst. Pluto, Neptun bleibt ganzes Jahr, sogar noch nächstes Jahr, auch in diesem Lebensbereich. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen in dein Leben. Uranus befindet sich hier in den Tierkreiszeichen wieder und das sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, auch karmische Themen. Im zweiten Teil habe ich dein Horoskop gezeigt und hier bei karmischen Themen möchte ich nochmal
auf diesem karmischen Knoten eingehen. Weil hier bei diesem Uranus-Einfluss, hier im 12. Lebensbereich, wo hier auch Veränderungen kommen, wird wichtig sein, hier die alte Karma, altes Bewahren, deine Träume, Visionen, deine künstlerische Begabung, deine Spiritualität, auch dieses Vertrauen, das Fluss des Lebens, das hier in Bewegung kommt, aber dass du nicht wegschwimmst und kannst nichts wirklich so verwirklichen, da kommt die Jungfrau-Energie dazu, dieser Drachenkopf, hier hast du diese karmischen Themen. Und in diesem Lebensbereich handelt es sich auch um Karma. Das sind die tiefen Geheimnisse des Lebens und hier dieser Uranus-Einfluss löst bei dir aus, dass hier diese Zusammenhänge erkennst. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Und zeigt hier deine Lernaufgabe. Das gleiche Thema, so wie bei Pluto auch. Aber anderes. Pluto zeigt das Loslassen, Saturn, das in Form zu bringen und das als Lernaufgabe betrachten. Jupiter befindet sich im Skorpion und bringt Glück. Glück in die Liebe, Partnerschaft. Mars befindet sich im Widder im März 2019. Mars hier in diesem Lebensbereich, 12. Lebensbereich, kann bedeuten, dass für dich im März alles zu viel ist und fühlst du dich müde, kraftlos und brauchst die Rückzug, damit du wieder in Kraft bist. Mars zeigt die Kraft. Dann kann auch auslösen, dass du hier geheime Feinde hast, falsche Freundinnen und mit Mars Energie zeigst Stärke. Mars in diesem Bereich kann auch bedeuten, dass du eine geheime Liebe hast oder ist ein Mann da, wo ein Auge auf dich hat, aber das ist alles noch im Verborgenen. Venus befindet sich im Steinbock aktiviert hier den 9. Lebensbereich. Das kann Spiritualität, Kreativität sein, das kann eine Reise sein, das kann auch Kontakt mit einer Frau im Ausland sein. Auslandskontakte. Venus ist eine weibliche Energie, also kann auch eine Frau bedeuten. Merkur ist im Fischen. Hier zeigt Kontakte, Gespräche im Freundeskreis und Sonne zeigt die Monatsthemen und das ist für dich das Ansehen, Anerkennung oder deine Berufung oder etwas in die Öffentlichkeit bringen. Rückläufigkeit bedeutet, wenn ein Planet rückläufig ist, dass es alles in dieser Zeit gebremst ist. Man hat das Gefühl, es geht nichts voran oder wir sollen noch etwas überprüfen. Diese Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit, jemand kehrt zurück von Vergangenheit, alte Themen kommen wieder hoch oder wir sollen einen Rückblick gewähren, etwas noch überprüfen. 6. März wird 6. März wird Merkur rückläufig. Die Gespräche zögern sich oder eine Nachricht kommt nicht, aber kann auch bedeuten, hier im Freundeskreis, das meldet sich jemand von Vergangenheit. Die Mondphasen. 6. März ist Neumond im Wassermann. Ein Neumond bedeutet Meditation, nach innen schauen, etwas verinnerlichen, nachdenklich zu sein. Worüber sollst du Gedanken machen? Hier im Wassermann, wo liegt deine Berufung? Was möchtest du in Öffentlichkeit bringen? Oder mit was kannst du erreichen, dass du hier Anerkennung bekommst? Halbmond ist immer Spannung, Nervosität, Unsicherheit.
14. März ist Halbmond im Stier und das trifft dich persönlich, du fühlst dich unsicher, dann fragst, soll ich nicht? Also solche Stimmung kann das auslösen. 21. März ist Vollmond im Löwe. Bei Vollmond wird etwas beleuchten, wird klar oder brauchst die Klarheit in Löwe, hier im wohnlichen Situation. 28. März ist Halbmond im Skorpion, eine gewisse Spannung in die Liebe, Partnerschaft. April. Aber bevor ich noch auf April, noch zurück zum März, die Mondknoten. Die Mondknoten befindet sich im März. Ketu, die alte Karma, noch im Steinbock. Hier kommen alten karmischen Erinnerungen, hat mit Spiritualität oder mit Reisen etwas zu tun. Und Rahu ist wichtig, da in die neue Richtung zu gehen. Hier kommt in diesem Bereich, wird karmisch etwas aktiviert oder lernst etwas. Und das ist der Umgang mit deinen Geschwistern oder mit Konkurrenzen oder im Medien. April endet sich die Position Rahu und Ketu, nämlich Ketu übergeht im Schütze und wird ganzes Jahr oder sogar nächstes Jahr auch hier im Schütze sein. Das heißt, ab April wird hier wirken und das ist die Transformation und bei Ketu ist das die Vergangenheit. Vieles loslassen, Erinnerungen auch loslassen und Rahu, und das ist die neue Richtung, was du lernst, wo deine Aufmerksamkeit lenken sollst, was dir fehlt in dieser Zeit, das zum Erlernen, das ist hier in Zwillinge, die Werte, die Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Und diese karmischen Energie hast du ganzes Jahr und auch nächstes Jahr. April, Sonne ist in Tierkreiszeichen Fischen, das wird die Monatsthema sein, deine Wünsche und auch die Freundschaften. Mars ist im Stier, Mars übergeht im Stier und hier zeigst du Kraft, setzt dich durch. Venus ist im Wassermann. Und Merkur ist auch im Wassermann. Hier kommen Gespräche über Berufung. Kann auch Gespräche sein mit einer weiblichen Person oder deine Kreativität. Die Richtung bestimmen, wo liegt deine Berufung. Und Jupiter übergeht im Schütze. Jupiter bringt Glück, aber Jupiter hat auch mit Gerechtigkeit, mit Rechtlage auch was zu tun. 11. April wird dann Jupiter wieder rückläufig. 25. April wird Pluto rückläufig. Das sind immer alte Themen. Und 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond in Fischen. Hier sollst du nachdenklich sein, ob du jedem vertrauen kannst. 12. April ist Halbmond in den Zwillingen. Achte auf die Finanzen, nichts Neues kaufen oder investieren oder keinen Vertrag unterschreiben, was mit Geld zu tun hat. 19. April ist Vollmond im Waage. Und dieser Vollmond beleuchtet etwas,
Und hast du hier Klarheit, Orientierung in deiner Arbeit, in deinem Gesundheitszustand? 26. April ist Halbmond im Steinbock hier. Eine gewisse Spannung, was mit Reisen, was zu tun hat. Mai 2019. Mars bleibt. Sonne ist im Widder und zeigt die Monatsthema. Monatsthema ist schauen, was liegt im Geheimen. Dann Merkur und Venus ist im Fischen. Das kann Gespräche sein mit einer Freundin, kann auch bedeuten, dass du hier deine Wünsche hast. Und das ist die Kreativität, das spricht etwas dich an. Und diese Rückläufigkeit für Jupiter führt dazu, dass Jupiter zurückkehrt in Skorpion, und das kann für dich bedeuten, dass hier jemand kehrt zurück. Ein Mann kehrt zurück in dein Leben, weil hier handelt sich schon um Partnerschaft. Das kann auch karmische Begegnung sein, dass du diesen Mann von früheren Leben kennst. 4. Mai ist Neumond im Widder. Du sollst verinnerlichen, wo liegt deine inneren Kraft. Oder in die Tiefe schauen, dass auch diese Erkenntnisse gewinnen, aber auch überlegen, ob du geheime Feinde hast, falsche Freundinnen zum Beispiel. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Das ist eine gewisse Unruhe, was die Geschwister betrifft oder die Verwandten betrifft. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Hier wird klar, dein beruflichen Weg, oder möchtest du etwas klären im beruflichen Umfeld. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder eine gewisse Spannung, was mit Reisen zu tun, soll ich nicht, aber kann auch Studium bedeuten, Prüfungen oder Studium. Juni. Juni, Venus ist im Widder. Das kann bedeuten eine geheime Liebe. Und das ist auch Venus-Wiederkehr, weil dein Geburts-Venus ist auch hier. Also ein Venus-Wiederkehr hast du das. Entweder geheime Liebe kann auch bedeuten, wenn du verliebt bist, dann sollst du eher schweigen, sonst hast du vielleicht Neider. Kann auch bedeuten, dass eine Freundin ihre Liebesgeheimnisse erzählt und du erfährst hier die Geheimnisse. Merkur und Sonne ist im Stier. Und das ist ein wichtiges Monatsthema für dich, deine Selbstdarstellung, auch dein Wissen vermitteln. Aber Merkur hat auch mit Jugend etwas zu tun. Und diese jugendliche Ausstrahlung, das, was du auch hast, und viel Gesprächen. Mars ist im Zwillingen. Du sollst dich durchsetzen, dass andere Menschen diese Wertschätzung und Respekt entgegenbringt. Kann auch bedeuten, dass du dieses Bedürfnis hast, etwas zum Kaufen. Hier geht es auch um Verkaufen, Kaufen. Es ist Geld hier und mit dieser Mars-Energie, natürlich ist der Impuls da, etwas kaufen, Geld ausgeben. In diesem Juni passiert was ganz Wichtiges. Saturn ist der Planet der Karma, ist rückläufig, hat mit alter Karma was zu tun, diese Rückläufigkeit. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Ketu, dieser Drachenkopf, Ketu ist dieser Drachenkörper, auch mit Vergangenheit
auch was zu tun. Alles sind karmische Themen und im Juni verbinden sie sich. Die wirken gemeinsam hier im Schütze. Hier aktivieren karmische Themen. Eine ganz, ganz starke Energie hat alles mit Erinnerungen was zu tun. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Diese Rückläufigkeit von Neptun hier kann auslösen, dass du diese karmischen Erinnerungen hast und dann weißt du intuitiv, was ist deine Berufung, kann auch auslösen. 3. Juni ist Neumond im Stier und es ist wichtig, nachdenklich zu sein an deinem Aussehen. Vielleicht ändert sich dann auch dein Aussehen etwas an deiner Persönlichkeit. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, eine gewisse Spannung zu Hause. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion und hier ist wichtig, die liebe Partnerschaft, da etwas klären. 25. Juni ist Halbmond in Fischen, eine gewisse Spannung im Freundeskreis. Juli. Juli, Sonne und Venus ist in Zwillingen. Das ist die wichtige Monatsthema und da stehst du zu deinen Werten und stehst zu deiner Weiblichkeit. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst zum schöne Sache und damit möchtest du ein bisschen glänzen. Ist auch möglich. Mars und Merkur ist im Krebs. Gesprächen mit Geschwistern, Verwandten oder im Internet mit männlichen Personen. 8. Juli ist Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen, nachdenklich zu sein, wo liegen deine Werte. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, hier eine gewisse Spannung und das heißt, deine Kreativität, deine schöpferische Kraft, neigst du dazu wieder, diese Erinnerungen haben, oh, ich traue das doch nicht zu. 16. Juli ist Vollmond, gleichzeitig Mondfinsternis hier im Schütze, karmische Themen, bei Finsternissen haben wir immer karmische Themen. 25. Juli ist Halbmond im Fischen, eine gewisse Spannung, hier genau, bei Freundeskreis, Spannung mit Freunden. August 2019, Merkur ist in Zwillingen. Das ist wichtig für dich zu vermitteln, deine Werte, aber kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für Schulungen oder Bücher. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Wichtige Monatsthema ist hier Geschwister, Verwandte, aber auch Medien. 1. August ist Neumond im Krebs, hier nachdenklich zu sein, was sagt dir das aus, diese Kontakte. 7. August ist Halbmond im Waage, Spannung im Arbeit oder Gesundheit kann auch bedeuten, du verlierst die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Klarheit über eine Reise oder Spiritualität oder Studium. 23. August ist Halbmond im Widder, Spannung. Es ist gut, ein Rückzug, damit du wieder zum Ruhe kommst. 30. August ist Neumond im Löwe. Gleichzeitig wird mit Regulus bestrahlt. Das ist das Herz der Löwen, ein königlicher Stern. Also das mal auch anschauen, was ist die Herzensangelegenheit, zu Hause sein, nachdenklich sein, Herz öffnen. Im Herz ist alles geschrieben, was wir lieben. 12. August wird Jupiter direktläufig und das erlebst du hier in Partnerschaft, geht alles voran, hast du auch Glück. 12. August wird Uranus rückläufig. Diese Rückläufigkeit kann auch karmischen Themen, Begegnungen auch auslösen.
September Sonne, Mars, Merkur, Venus, alles ist im Löwe und da aktiviert hier die Fundament, die Basis, was du auch brauchst im Leben, die verwurzelt zu sein. Du brauchst diese Stabilität, aber kann was auslösen zu Hause. 19. September wird Saturn direktläufig, hier Saturn wird direktläufig. Das hat eine Bedeutung, weil Saturn hat einen Einfluss auf unserem Schicksal und das geht entweder in eine ganz andere Richtung oder bewegt sich endlich alles vorwärts. 6. September ist Halbmond im Skorpion. Hier eine gewisse Spannung in die Liebe. 14. September ist Vollmond im Wassermann, Klarheit über deine Berufung. 22. September ist Halbmond im Stier, Unsicherheit. 28. September ist Neumond im Löwe, sei zurückhaltend, bleib lieber zu Hause, sei eher nachdenklich. Kann natürlich auch bedeuten, dass du umziehen möchtest und machst da Gedanken. Es handelt sich um deine Wohnung. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Ihr braucht das Spielerische in die Liebe, Partnerschaft. Merkur ist im Waage, Gespräche, Termine, entweder wegen Arbeit oder wegen Gesundheit. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Da ist Spannung, also kein Termin ausmachen mit Ämtern. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, da wird etwas klar über deinen Freundeskreis. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillinge, kein Geld ausgeben. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Überlegen, wo ist deine schöpferische Kraft, wie kannst du das Leben schöpferisch gestalten. Die Lebensfreude ist hier wichtig. November. Sonne ist im Waage. Wichtige Thema ist Arbeit, Gesundheit, Merkur, Jupiter und Venus ist im Skorpion. Aktiviert bei dir etwas in die Liebe, Partnerschaft, du lebst deine Weiblichkeit, hast du Kontakt, Gespräche und Mars ist im Jungfrau. Lebensfreude und ein Mann zeigt dir das auch oder hast du schöpferische Kraft, kann auch bedeuten. Zwischen 1. November bis 20. November ist Merkur rückläufig, ab 21. November ist natürlich direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig und hier geht alles voran, lebst deine Träume beruflich. Oder lebst deine Kreativität im Beruflichen. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Spannung auf Reisen oder im Schulungen. 12. November ist Vollmond im Widder. Du erkennst etwas, was im Verborgenen liegt. 19. November ist Halbmond im Krebs. Spannung mit Geschwistern oder mit Konkurrenten. 26. November ist Neumond im Waage. Mehr Klarheit über deine beruflichen oder brauchst du Lebenskraft. 12. Monat, genau. Dezember 2019. Mars und Merkur ist im Waage. Merkur war rückläufig.
hier kommt dann Kraft oder Gespräche mit einer männlichen Person oder Vertrag, Termine, das trifft entweder die Arbeit oder Arzttermin kann auch bedeuten. Und die Sonne ist im Skorpion, Venus ist im Schütze. Monatsthema ist hier die Partnerschaft und hier ist die Transformation, dein Venus-Energie, aber auch die Intimität bedeutet hier auch. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Du hast das Gefühl, du bekommst zu wenig Anerkennung oder Spannung im Arbeit. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Du möchtest aber deine Persönlichkeit im Ausdruck bringen, wahrgenommen werden. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, eine gewisse Spannung zu Hause. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, gewisser Rückzug, Transformation, Meditation. Das ist die Thema. Januar 2020. Sonne, Merkur, Jupiter ist im Schütze. Jupiter übergeht. Jupiter verlässt die Skorpion, übergeht im Schütze. Hier hast du die Transformation. Eventuell ämtlichen Themen ist auch möglich. Mars im Skorpion. Und Venus ist im Steinbock. Hier kommt ein Mann auf dich zu, es handelt sich um die Liebe. Und Venus im Steinbock, entweder geht es um Prüfungen und dann bringt Venus natürlich Glück oder hast du Kontakte im Ausland mit einer weiblichen Person. Und Februar 2020. Mars bleibt im Skorpion, also immer noch ein Einfluss von diesem Mann. Thema ist Liebe, Partnerschaft. Sonne ist im Steinbock, wichtiges Thema ist Reisen oder Studium. Venus ist im Wassermann und Merkur ist auch im Wassermann. Hier ist wichtig, dass du Anerkennung bekommst, Lob bekommst oder du bringst etwas in die Öffentlichkeit. Liebe Melia, das war diese Jahreslegung. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.